Wie viel Geld, Entschuldigung, dass ich diesen Ausdruck nutzen muss, wie viel Geld wird zum Fenster hinausgeblasen für Projekte, die eigentlich den deutschen Bürgern gar nicht mehr zugutekommen? Beispielsweise die Migrationskosten über illegale Migration ist jährlich bei 60 Milliarden. Die Energie- und Strompreise gehen komplett durch die Decke, belasten die kleinen und mittleren Einkommen. CO2-Steuer ist verfassungswidrig, Sie haben sie eingeführt, muss abgeschafft werden, das EEG ebenfalls. Das sind ja einfach auch Dinge, die umgesetzt wurden unter Ihrer Regierung, die vertragswidrig sind, die rechtswidrig sind, die völlig ajuristisch sind. Und kommen Sie doch einfach mal auf den Boden der juristischen Tatsachen zurück. Das, was hier getan wird, seit jetzt über 10 Jahren, ist rechtswidrig.